Hallo Leute, frohes neues Jahr 2022. Ja, jetzt haben wir Neujahr und werden eine Reise antreten. Ja, wir werden in den Skiurlaub fahren und ich finde, das ist mal ganz interessant, das zu dokumentieren, weil die Winterreichweite ist ja unterschiedlich zur Reichweite im Sommer. Ich habe schon mal ein Video gemacht zur Reichweite im Sommer, das Video findet ihr hier oben. Da sind wir nach Hamburg gefahren und ich habe ja auch die Reise nach Ostdeutschland gemacht. Das waren ja alles Bedingungen, wo man sagt, da waren jetzt die Temperaturen ein bisschen wärmer und die Gegebenheiten waren jetzt etwas besser. Jetzt ist die Situation natürlich anders, obwohl es gerade über Silvester, wie bei euch vielleicht auch, gar nicht so kalt war. Aber tendenziell fahren wir jetzt in kältere Regionen, in die Berge. Und da fand ich es mal ganz interessant, den Verbrauch auch mal zu zeigen. Das heißt, in diesem Video werde ich euch jetzt später zeigen, wie praktisch der Verbrauch auf der Autobahn ist. Ich werde, denke ich mal, bei 120 so circa den Tempomaten reinziehen oder 130 und in der Mittelspur fahren auf der Autobahn. Und dann schauen wir mal, was das Model 3 hier verbraucht. Wir sind hier semi gut gepackt. Also wir haben hier Skier drin, praktisch. Also hier passt echt gut was rein in das Tesla Model 3. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Dann mache ich mal den Kofferraum auf. Wie viel hier wirklich reinpasst, weil es ist echt gigantisch und wir haben ja vorhin noch den Frunk, da haben wir gar nichts rein, da ist eigentlich immer unser Ladezeug. Ja, um nochmal drauf einzugehen, ob das ja auch für den Skiurlaub geeignet ist, das Auto, ja, das ist eine rhetorische Frage natürlich. Kommt auch natürlich auch darauf an, wie viele Personen man ist, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man hier auch mit gut 4 Personen verreisen kann in den Skiurlaub. Aber was ich auch noch machen muss, ist an den Wagen an die Wallbox anschließen, weil wir wollen natürlich mit voller Reichweite losfahren. Und wir haben, glaube ich, gerade 360 Kilometer Reichweite circa. Und dann würde ich sagen, stecken wir erstmal den Wagen hier an. Genau, ein Video zur Wallbox habe ich auch gemacht schon. Das findet ihr auch auf meinem Kanal. Wir haben hier die Tesla Wallbox, die ein tolles Kabel hat. Dann kann man hier hoch. So, ihr seht ja auch, das Kabel ist richtig lang und was toll an dieser Wallbox ist. Zum einen kann man hier, was ich toll finde, den ja, Ladestecker, das Kabel hier an die Seite packen, dann baumelt es hier nicht rum und man kann es hier rumwickeln. Dann ist es ja halbwegs gut organisiert. Und man hat halt wie beim Supercharger diesen Knopf, wo man einfach draufdrücken kann und reinstecken kann. Zack. Genau, schauen wir nochmal in den Kofferraum hinten rein. Die tolle Sache an diesem Kofferraum ist, ihr werdet jetzt sehen, wir haben hier die Skier und die Skistöcke an die Seite. Kann man hier durch natürlich die Sitze umlegen. Und theoretisch könnte noch eine dritte Person jetzt da links sitzen. Eine Tasche haben wir hier schon. Ich muss sagen, es ist noch nicht komplett vollgepackt. Das werde ich euch gleich noch wahrscheinlich zeigen, wenn es richtig vollgepackt ist. Aber hier diese Luke ist sehr, sehr gut, weil ich weiß nicht, ob ich es annehmen kann, ob man es hier sieht. Die ganzen Skihelme und Schuhe und so weiter passen halt da rein in diese Luke, die nach hier unten geht. Die verschwindet ja hier unten. Also es ist echt richtig gut gemacht von Tesla, dass man da noch was reintun kann. Was ich auch immer gut finde, was ich sagen muss, hier ist ja diese Notausschleife hier für den Ladeanschluss, aber hier dieses Fach, jetzt sieht man es wahrscheinlich nicht, oder doch, sollte man sehen, hier, das ist auch cool gemacht, dass man dann die Seite was machen kann. Also von der Platznutzung ist das Ganze hier echt smart. Genau. Dann würde ich sagen, wie gesagt, wenn es nochmal ganz voll ist, vielleicht nochmal eine Sequenz aufnehmen, dann sehen wir uns auf der Autobahn. So, ich melde mich jetzt nochmal in der endgültigen Bepackung, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar seht ihr hier, dass unser Kofferraum doch recht gut gefüllt ist jetzt am Ende. Und wir sind nur 2 Personen, aber wir haben auch ja, semi-mäßig viel mit, weil ich habe auch noch Kamera-Equipment und so dabei. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir hätten jetzt noch den vorderen Kofferraum, der noch gar nicht belegt ist. Und hier an der Seite können wir auch noch was ablegen. Einmal auf die Skier würde theoretisch was gehen, müsste man die halt besser abdecken, weil die halt ein bisschen scharf sind, aber grundsätzlich. Und hier auf dem Sitzen, ja, könnte man auch noch gut was verstauen. Das zum ja, Volumen dieses Autos zum Bepacken ist auf jeden Fall recht gut. Aber für 2 Personen, für 3 würde ich auch sagen. Und bei 4 muss man etwas kreativ werden, aber sollte eigentlich problemlos gehen, weil es gibt eigentlich auch genug Leute, die mit kleineren Autos auch zu viert fahren in den Urlaub. So, wir sind jetzt am Supercharger in Illertissen. Während der Fahrt sind nicht so besondere Sachen passiert, deswegen habe ich jetzt mal hier auf der Autobahn gefilmt. Wir laden hier, gleich geht es zum Verbrauch. Wir schauen uns erstmal die Ladeleistung an mit 140 kW circa.
Alles sehr gut. Die Batterie ist natürlich auch warm gefahren. Ich zeige euch noch gleich den Supercharger. Jetzt gehen wir aber mal auf Trip. Und jetzt sagt er, haben wir 170 Wattstunden pro Kilometer Verbrauch. Das ist doch schon mal ein ganz guter Verbrauch. Ich muss aber auch sagen, ich bin die ganze Zeit 120 gefahren, ganz rechts, manchmal auch noch 130 zum Überholen, aber überwiegend bin ich 120 gefahren. Also ist dementsprechend der Verbrauch auch geringer. Aber ich glaube, dass man mit 120 beim Test einen echten Speedspot erwischt hat. Wir sind ja mit 409 Kilometern losgegangen, da 408 waren es, glaube ich. Jetzt laden wir schon schnell auf, mit 150 sind wir, glaube ich, angekommen. Nach wie viel Kilometer waren es, Mama? Bitte? 200 Kilometer, glaube ich, waren es hierher, oder? Ja. 200 Kilometer circa. Wir haben jetzt in 200 Kilometern circa, ja, 250 Kilometer Reichweite verloren. Das ist doch mal ganz gut für die Kälte. Ich muss aber auch sagen, es ist nicht so kalt. Also wir haben jetzt 12 Grad. Und wie man sieht am Wetter, leider ist noch nicht so der Winter hier ausgebrochen über Neujahr. Aber 250 Kilometer Verbrauch auf 200 Kilometer ist doch ganz gut. Ich werde euch am Ende, wenn wir nochmal in Oberstdorf, unserem Ziel, angekommen sind, werde ich euch dann nochmal Energie zeigen. Muss mal gucken, wie ist denn das hier mit dem Update? Wo waren denn, hier gibt es doch diese Energieanzeige, wo ist denn das bei dem neuen Update? Trips. Ja, aber da gab es ja mal diesen... Ich weiß, weißt du mal, Balladen wahrscheinlich. Nein, da ist es nicht. Da war das mal. Tipps zum Supercharging. Das ist jetzt die Frage, wo gibt's denn das bei dem neuen Update? Hä? Hier Energie, ganz einfach. So, 126 Wattstunden pro Kilometer. Also das würde ich sagen, ist doch mal ein guter Verbrauch, oder? Geschätzte Reichweite 177 Kilometer. Man muss jetzt sagen, das hier ist auch wirklich mein Verbrauch. Ich habe ein neues Profil angelegt, weil ich ja jetzt das Auto fahre gerade. Das ist also mein Fahrerprofil, mein Verbrauch, der hier angezeigt wird, aber... Da sind wir echt gut mit dem Verbrauch. Wir können mal spaßhalber auf deinen Verbrauch gehen, Mama. Geh mal aufs Auto. Hallo. Oh, jetzt wird ja alles verstellt. Aber jetzt kommen wir mal auf die Energie bei dir. Zeigt der meine? Ist das jetzt deine Energie oder meine? Ja, das ist wahrscheinlich meine. Ich dachte, der zeigt mir jetzt mit dem Profil an. Naja, egal. Stellen wir wieder um. Gut. Oh, jetzt bin ich hier eingequetscht halber. Gut. Also ein echt guter Verbrauch, würde ich sagen. Also ich wollte ja noch ein bisschen Supercharger zeigen. Hier sieht man, laden gerade 10 Teslas von 14 Plätzen. Mir ist ein bisschen eine Fehlkonstruktion, weil hier kommt man aus dem Supercharger-Platz noch raus, aber der links hier kommt man nicht raus. Vor allen Dingen, wenn hier jetzt noch ein Auto stehen sollte. Wenn da jetzt ein Auto steht, dann komme ich hier nicht mehr raus mit meinem Auto. Das ist ein bisschen schlecht geplant hier. Also wenn ihr in der Tissen seid, parkt nicht ganz hier rechts, hier kommt ihr nicht mehr raus. Wir haben jetzt hier geparkt, da kommt man problemlos raus. Hier wäre auch noch gegangen, hier der Platz daneben, kommt auch noch sicher raus, aber hier rechts wäre schon schwierig. Hier ist auch noch Ionity, Klitten ID3, kann ich eigentlich auch nochmal zeigen. Da drüben, ich weiß nicht, wie viele Ionity das sind, ich glaube, es ist aber nur Ionity, hier ist noch so ein Waschpark. Und eine Tankstelle, McDonalds, altes Zeug, wie man es halt kennt, ne? Ja, 4 Ionity-Säulen. Ich hoffe, man sieht die jetzt da hinten. Ja, das war's eigentlich. Und halt hier die Tesla Supercharger. Genau, ich werde jetzt der Beifahrer sein. Meine Mutter wird jetzt übernehmen und fahren. Das heißt, der Verbrauch wird sich vielleicht ein bisschen ändern und das Ganze, aber ich werde euch trotzdem, ich habe ja gesagt, ich soll mal 120 fahren. Dann in Oberstdorf endgültig nochmal den Verbrauch sagen, aber bisher bin ich sehr zufrieden. Klar, wir haben jetzt nicht sehr kalte Temperaturen, aber 200 Kilometer gefahren, 250 Kilometer Reichweitenangabe verbraucht. Wir wissen ja, das ist nie 1:1. Bin ich echt recht zufrieden mit. Und auch mit den Wattstunden, was ich euch gezeigt habe, haben wir echt einen Top-Verbrauch. Liegen da deutlich unter 200 Wattstunden auf dem Kilometer. Die Kilometer da. Und ja, wenn es wie gesagt noch was Spannendes gibt, dann werde ich es euch natürlich zeigen. Ansonsten werde ich hier, glaube ich, mal ein paar Fotos für aufnehmen, für den einen oder anderen Post oder B-Roll, genau. Was natürlich echt klasse war, ich habe kaum Zeit zum Essen und Filmen, weil in einer Minute sollen wir wieder weiterfahren. Wir haben ja 10 Minuten gerade mal laden müssen, weil die Reichweite grundsätzlich auch reichen würde, nonstop nach Oberstdorf zu kommen von uns. Aber wir wollen halt auch noch zurückkommen und der Wagen wird ja jetzt
für ein paar Tage stehen bleiben. Deswegen brauchen wir ein bisschen Akku. Und deswegen müssen wir ihn nur ganz kurz laden, um den halbwegs zu füllen. Die Ladeleistung war echt gut, ist bis auf 150 hochgegangen, muss ich echt sagen, ist echt cool. Und jetzt sind wir bei 57 kW, sogar bei 253 km Reichweite. Das heißt, was würde ich schätzen, mehr als 50% aufgeladen, das Ganze. Ich glaube, man kann das... Ja, hier, 62%. Batterie haben wir jetzt und laden mit 56 kW. Genau, in Oberstdorf gibt es auch ein paar Ladesäulen, nochmal was da, wo wir hinfahren. So, die GoPro ist jetzt leider leer, deswegen muss ich jetzt mit dem iPhone filmen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das kleine Geruckel. Was mir auch noch aufgefallen ist, ja, wir haben jetzt tatsächlich 17 Grad hier. Ich meine, schaut euch mal dieses schöne sonnige Wetter an. In den Bergen liegt Schnee, aber eigentlich wäre das ja dann besser für den Verbrauch. Dann würden wir eigentlich weniger verbrauchen. Ja, richtig, aber man darf nicht vergessen, wir fahren mit Winterreifen. Das heißt, der Verbrauch ist generell schon höher. Die Frage ist jetzt halt, verbraucht man durch die Hitze jetzt oder das Hitze, durch die Wärme halt weniger, trotz Winterreifen, oder spielt sich das gegenseitig aus? Das heißt, verbrauchen wir jetzt normal praktisch, wie beim Winter, weil wir jetzt keine Winterreifen, weil wir jetzt die Winterreifen drauf haben, aber warmes Wetter ist, oder ist der Einfluss unterschiedlich stark? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil eigentlich, klar, mit Winterreifen verbraucht man mehr, bei sonnigem Wetter aber halt theoretisch weniger. Ich bin gespannt, ob sich das ausgleicht. Wenn das jemand weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Das wollte ich auf jeden Fall noch anmerken, dass wir hier mit 16 Grad gerade fahren, Außentemperatur, und das Ganze mit Winterreifen. Ist jetzt ein bisschen blöd für den Wintertest, weil das Video, ich könnte theoretisch auf der Rückfahrt ein Video aufnehmen, aber dann seht ihr das Video halt erst in 2 Wochen circa. Und in der Zwischenzeit will ich halt ein Video für euch raushauen, deswegen wäre es jetzt mal so belassen wahrscheinlich. Auf der Rückfahrt könnte ich theoretisch, wenn die Temperaturen kälter sind, auch nochmal machen. Vielleicht Runde 2 oder so. Mal schauen. Genau. Das würde mich echt mal interessieren, wenn das jemand weiß, ob sich das ausgleicht oder ob wir trotzdem höheren Verbrauch haben. Ich denke mal, wir haben trotzdem höheren Verbrauch. Trotz der Temperaturen halt wegen dem Winterreifen. Neben uns am Supercharger, wenn ihr euch erinnert, und jetzt ist es an uns vorbeigezogen. Auch, glaube ich, eine vierköpfige oder fünfköpfige Familie aus Holland. Und dahin sieht man schön das Panorama, die Berge. Wunderschön. Allgäuer Tor. Ja, Allgäuer Tor hier. Gibt es auch Ladesäulen? Ja, genau, auch Stecker. An dieser Skilift hat auf. Obwohl hier kaum Schnee liegt hier unten. Das ist aber alles Kunstschnee, ganz ehrlich. Wobei, das liegt im Schatten. Kann, ja, da oben liegt auch noch vereinzelt. Kann sein, dass es wegen dem Schatten. Witzig. Wir sind jetzt gerade in Fischen, oder? Ja, Fischen im Allgäu sind wir hier. Und jetzt kommen schon mehrere Autos entgegen. Auch E-Autos, all die drei und die drei vor allen Dingen. Guckt euch mal diese schönen Berge an. Ist das nicht wunderschön? Für die Zuschauer aus dem Norden sind etwas befremdlich vielleicht, aber die Leute, die Skifahren gehen von euch oder gerne in die Berge, die werden das jetzt verstehen. Hier ist die letzte schnelle Säule. Da sieht man es. 150 kW hat die Säule. Das heißt, hier wird es echt dünn mit schnellen Ladern. Es gibt so in Oberstdorf, glaube ich, zig Säulen. Viele leider in Hotels, aber auch einige öffentliche, oder was heißt einige, ein paar. Ich glaube, ich mache dazu auch mal ein Video. Aber leider nur 22 kW Lader. Wenn man hier auf der Durchreise ist, ist es natürlich nicht so geil. Aber das ist der letzte 150 kW, jetzt kommt nichts Schnelles mehr. Trigema. So ein Hypertronics-Ding. Ja. Meine Mutter hat gerade einen guten Gedanken noch eingeworfen. Wenn man nach Oberstdorf reinfährt, kommt noch ein McDonald's. Ich glaube, ist das der McDonald's? Das ja, müsste sein. Und da müsste auch eine Schnellladesäule sein. Ich drehe mich mal um. So, als wenn nach Oberstdorf reinfährt über den herkömmlichen Weg. Hier bei McDonald's müsste eine Säule sein. Ich glaube aber, das war ein Triple Charger, glaube ich. Das heißt, ein Chademo, ein AC und ein CCS-Anschluss. Schauen wir mal, ob man den hier sieht. Nee, leider nicht. Aber da müsste auch einer sein.
Wenn ich dazu jetzt was genaueres auf Charge EV finde auf der App, dann blende ich euch das einfach ein. Da ist auch noch die letzte Möglichkeit. Weil da hinten ist ja schon Oberst, da sieht man die Skischanzen. Jetzt kommt nichts Besonderes mehr. Ja. Das Ziel befindet sich auf der Ein Tesla Model 3 haben wir hier gesehen. Bisher habe ich einen voll elektrischen Mokka E gesehen. Ein Long Range Model 3 in Rot ist jetzt hier und zwei Plug-in-Hybride. Die Sonne blendet gerade so stark. Kleinigkeit, wo das Navi jetzt ein bisschen gepatzt hat. Am Ende, also lief er sehr gut, aber jetzt hat es ein bisschen gepatzt. Er wollte, dass wir halt in der Einbahnstraße reinfahren. Das ging ja leider nicht und er hat es auch nicht gecheckt. Also scheint er noch nicht drin zu haben. Hier wurde aber auch der Busbahnhof umgebaut, vielleicht wurde auch die Straße umgebaut. Keine Ahnung, der hat es vielleicht noch nicht drin. Das kann natürlich sein. Aber das muss ich halt anmerken, hat er ein bisschen gepatzt gerade. So. In Oberstdorf gibt es, glaube ich, viele nicht eingetragene Ladesäulen, vor allem für Hotels oder Ferienwohnungen. Zum Beispiel diese kleine Wallbox da hinten. Und jetzt, Leute, wie süß ist das denn, bitteschön? Parken und laden. Du hast gesagt, es wäre ein Friseur, gell? Ja. Schau dir mal an, wie klein diese Wallbox ist, die ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, da kann man da reserviert. Laden. Ja. Süß. Achtung, reservieren. Das ist ja mega cool. Und dann kann man da auch AC laden. Also hier ist eine kleine Wallbox. Und da auch. Und ich glaube, da hast du immer noch eine Steckdose daneben, so eine Industriesteckdose. Sollen die E-Autofahrer, die wirklich nach Oberstdorf oder in die Berge hier fahren wollen, hier gibt es wirklich gute Lademöglichkeiten. Öffentlich gibt es ja ein paar. Habt ihr vielleicht den Charge EV gesehen, was ich euch eingeblendet habe. Und natürlich auch diese ganzen privaten Sachen. Das darf man auch nicht vergessen, die halt nicht eingetragen sind. Echt klasse, wenn man nicht fragt, darf man da vielleicht auch laden. Ja, bestimmt. Also, das ist ein toller Zufall. Und wie klein war diese Wallbox, bitteschön. So, jetzt nochmal abschließend der Energieverbrauch. Wir sind hier bei 142 Wattstunden. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dass man am Ende hier, ihr seht hier schön unser Graphen, dass man am Ende nicht mehr so schnell fahren konnte, weil klar hier keine Autobahn mehr am Ende ist. Ja, deswegen ist es ein bisschen verfälscht. Deswegen wirklich ernst zu nehmen ist wahrscheinlich die Messung, die ich getätigt habe bis zum Supercharger. Ansonsten möchte ich mich noch gern bei euch bedanken, hier, dass ihr wieder zugesehen habt. Lasst mir gerne einen Kommentar und ein Abo da, unter hier dieses kurze Video. Und ja, ich werde das Ganze, denke ich mal, wirklich noch auf der Rückfahrt machen, wenn es wirklich ein bisschen kälter ist. Nichtsdestotrotz wollte ich einfach mal, kann man die Werte ja trotzdem nutzen und werde ich dieses Video jetzt mal hochladen. Und ja, dann wünsche ich euch, ich hoffe, ihr hattet einen schönen, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und vor allem ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, dass wir da gut durch die Pandemie kommen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ihr werdet hier noch gleich zwei Videos sehen. Könnt ihr auschecken. Und ja, bis dann und fahrt elektrisch.